Ich bin 5 Wochen vor meinem allerersten Bodybuilding-Wettkampf out mit 16 Jahren und ich zeige euch heute, was ich bei Aldi hole, um absolut shredded zu werden. Auf einem Budget, weil ich bin ziemlich broke. Mit dem Einkaufswagen von Lidl geht's direkt mal rein und wir starten bei Beeren, weil die Dinger sind extrem lecker, gesund und haben vor allem wenig Kalorien. 100 Gramm Himbeeren haben nur ungefähr 45 Kalorien. Und ja, einige von euch wissen, ich lebe in der Schweiz, das heißt, bei mir kostet alles ungefähr das Doppelte. Das ist nicht so geil, aber das heißt, für euch ist es dann sogar noch günstiger. Gucken, was ich hier oben gefunden habe. Eine Security Cam. Sieht man hier meinen Bizeps? Bam! Und wenn man allgemein Beeren oder Früchte tiefgefroren kauft, dann kann man sich da sogar noch mal ein bisschen extra sparen. Ich hatte die letzten Wochen aber nur Tiefkühlbeeren, daher will ich mal wieder frische. Und weiter geht's mit Salat. Naja, nicht das geilste Thema, aber in der Diät auf jeden Fall ein richtig geiler Cheatcode. Das ganze Ding hat irgendwie 60 Kalorien und richtig viel Volumen, hält uns somit satt. Daher nehmen wir da 3 Stück mit. Oder ich habe nur zu Hause, daher nehmen wir nur 2 mit. Wenn ihr ein bisschen checkt, wie wir einkaufen. Also zuerst geht es an das nicht so geile, ja, Gemüse, Obst, bla bla bla. Danach geht es an die Kohlenhydrate, ein geiler Part, wo wir aber nicht so viel haben, weil wir halt nicht mehr so viele Kohlenhydrate haben. Dann geht es ans Fett, also Fettquellen, weil wir brauchen gesunde Fette. Ohne gesunde Fette zerstören wir unseren Hormonhaushalt noch mehr, als wir ihn eh schon in der Diät zerstören. Und dann geht es an die Proteins, also Fleisch. Und als letztes noch die Snacks. Und darauf könnt ihr euch freuen. Auf jeden Fall würde ich normalerweise noch Tomaten, vielleicht eine Gurke und Paprika mitnehmen, aber da habe ich noch mehr als genug zu Hause. Daher bringt es nichts, wenn wir da noch mehr mitnehmen. Das Tiefkühlobstsegment ist hier irgendwie nicht gerade so groß. Wir haben hier zwar das alles Eiscreme, da hinten ist noch mehr Eiscreme. Und wir haben ein bisschen Himbeeren und 2 Säcke Erdbeeren. Mehr gibt es hier irgendwie nicht. Ich wollte eigentlich Heidelbeeren, würde ich euch auch empfehlen, die mitzunehmen. Heidelbeeren, Blaubeeren. Aber wir nehmen den Fall nur Himbeeren mit. Weiter geht's mit dem Fun-Part, nämlich Carbs. Der wäre noch mehr Fun, wenn wir ein bisschen mehr als irgendwie gefühlt 3,7 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen dürften. Aber das heißt, wir müssen weniger kaufen. Das heißt, wir geben weniger Geld aus. Das heißt, gut. Naja, positiv sehen oder so. Kurze Zeit noch, bitte kauft euch niemals solche fucking Proteinriegel. Die sind beschissen, die schmecken kacke. Das Protein drin könnt ihr nicht richtig verwerten. Und ja, 3 Euro für einen veganen Proteinriegel mit stolzen 12 Gramm Protein. Nein. Warum wir aber eigentlich hier in dieser Section sind, sind Reiswaffeln. Leider hat es hier nur noch 2 Packungen, aber die nehmen wir mit, denn die sind richtig geil. Das ist reiner Reis und vor allem, wir müssen nicht kochen, nichts bereit machen oder irgendwas. Dann können die Dinger einfach fressen. Und ich sehe gerade, guck mal, da hinten sind noch 2 Stück. Die werden sie jetzt geholt. Oh nee, das sind Maiswaffeln, die will ich nicht. Okay, hier haben wir nochmal irgendwelche anderen Reiswaffeln gefunden. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, denn wir brauchen genug Reiswaffeln. Und ja, diese Schokoreiswaffeln, die machen mich irgendwie auch an, aber dürfen wir nicht. Oh, hier hinten haben wir noch mehr. Let's go. Wir nehmen einfach alle mit, die haben. Das passt schon. Oh, da ist noch eine. Ich frage mich jetzt, wie ich das Ganze überhaupt nach Hause bringe. Ich habe kein Auto. Ich bin mit dem Zug und Bus unterwegs und ich muss 4-mal irgendwie umsteigen, weil ich in einem Kuhdorf lebe. Naja, wir finden einen Weg, vielleicht. Diese Aldi hat offiziell keine Reiswaffeln mehr. Die sind jetzt alle bei mir. Pech an alle, die Reiswaffeln wollen. Jetzt sind wir auf der Suche nach normalem Reis. Mal was Neues. Was ganz was Spezielles. Ein Bodybuilder, der Reis ist. Wer hätte da drauf kommen können? Guck mal, was wir gefunden haben. Reis, let's go. Ich würde ja den Reis mitnehmen und ich würde euch empfehlen, diesen Reis hier mitzunehmen. Aber ich bin zu dumm, um Reis zu kochen. Das ist ja immer so ein Stigment. Bodybuilder, die können nichts. Das ist eigentlich nicht nur ein Stigma oder ein Stigment. Ich kann nicht mal Deutsch. Das stimmt. Ich kann nicht mal Reis kochen. Darum gehen wir mit diesem Dr. Benz Ding da. Ja, das tut weh. 6 Euro für Reis. Also ich habe es mal probiert, Reis zu machen. Und sagen wir mal so, es hat nicht funktioniert. Es war mehr schwarz als weiß und es war kein Vollkornreis. Naja. Und da wir eine Prep sind, reicht diese Packung eh für irgendwie 3 Monate, also kommt es nicht so drauf an. Weiter geht's mit Fetten und die bekomme ich durch 3 verschiedene Lebensmittel zu 95% rein. Erstens Nut Butter, zweitens Eier und drittens Mandelmilch in meiner Eiscreme. Für alle, die meine Ninja Creamy Eiscreme noch nicht kennen, ihr müsst die kennen. Da ich unter dem letzten Video ungefähr 1000 Mal nach dem Rezept gefragt worden bin, ist in meinen Instagram Story Highlights drin, also könnt ihr vorbeischauen, jeremy.wiederkehr. Da ist ganz erklärt. Auf jeden Fall brauchen wir Mandelmilch. Und bei der Mandelmilch ist wirklich wichtig, dass ihr drauf schaut,
schaut, dass ihr hier nicht eine gezuckerte Gesüße nehmt, sondern eine ungesüßte, weil die haben irgendwie das Dreifache an Kalorien und Fettzucker drin. Die hier haben keinen Zucker, haben hier 15 Kalorien. Es gibt auch welche mit nur 13. Wir haben keinen Zucker und vor allem wir haben die guten, gesunden Mandelfette drin. Man könnte natürlich die von Alpro nehmen, aber also das ist wirklich bodenlos. Da hier geht schon mehr klar. Und da haben wir halt 2 Kalorien mehr. Aber ich habe keinen Bock für einen Liter Mandelmilch 4 Euro zu zahlen. Wollt ihr mich alle verarschen? Wir nehmen da direkt ein paar mit. Diese Mandelmilch-Dinger sind oft ausverkauft. Naja, ich wollte eigentlich für eine Woche genau einkaufen, aber wir haben jetzt da ein bisschen Reis für ein bisschen länger dabei. Und ja, Mandelmilch auch für ein bisschen länger. Muss man dann am Schluss im Preis, müsst ihr mir dann vergeben, dass ein bisschen mehr ist, weil das reicht auch für länger als eine Woche. Eier. Eins meiner Lieblingslebensmittel of all time. Wirklich eine extrem, extrem geile Protein- sowie Fettquelle. Und da bin ich euch ganz ehrlich, da gehe ich nicht mit dem billigsten Bodenhaltung, Tierquälerei, Eier. Da ist es mir wert, dann nehme ich da die 20 Cent pro Ei mehr in die Hand und kaufe hier Freilandeier, nicht irgendwelche Bio, das alles, das bringt nichts, aber hier haben wir schöne Freilandeier, dann nehmen wir welche mit. Ich habe noch ein paar zu Hause, normalerweise würde ich mehr mitnehmen, denn ich esse 4 Eier am Tag. Und kauft euch bitte nicht diese fertig hart gekochten Eier, kocht die selber hart. In Airfryer rein, 7 Minuten, kann man direkt 20 Eier gefühlt auf einmal machen und dann hat man richtige Eier und nicht die gefärbte Scheiße, also da wirklich... Nur so, by the way. Und jetzt geht's zum besten Part. Proteins. Let's go. Das, was wir wirklich brauchen, um Muskeln aufzubauen. Proteine. Fleisch. Jetzt muss ich so immer Fleisch finden. Ich bin hier irgendwie in der Getränkeabteilung gelandet. Fleisch gefunden. Und wir gehen hier natürlich mit dem günstigsten, weil wir sind broke. Hier haben wir eine fette Packung mit Rabatt. 1 Kilo Truthahn. Das Ding ist mir abgefallen. Ist egal. Auf jeden Fall haben wir hier 1 Kilo Truthahnbrust. Und das, die Werte ist gleich wie bei Chickenbrust. Da kann man einfach mal abwechseln. Truthahn, Chicken. Ist beides gut. Und das ist günstig. Wisst ihr noch, ich werde sich zwar jetzt denken, 11 Euro für ein Kilo, das ist nicht so günstig. Leute, glaubt mir, der durchschnittliche Preis für Hühnchen oder Truthahn in der Schweiz ist 36 pro Kilo. Also sind wir hier schon sehr günstig. Ich würde jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall dieses Hühnchen hier mitnehmen, aber wir haben noch absolut genug Hühnchen zu Hause eingefroren. Und das ist auch ein Tipp, den ich euch geben würde. Kauft irgendwo, wo es Riesenpackungen gibt, weil dann kriegt ihr wirklich, wirklich gute Preise und einfach alles einfrieren. Genug Hühnchen zu Hause haben, ist gut. Vertrau mir, ist gut. Was wir auf jeden Fall aber auch noch brauchen, ist ein bisschen Red Meat, rotes Fleisch, Rind oder sowas. Das Ding ist nur, es ist alles teuer. Also wirklich so 80 Euro aufs Kilo und also das ist ein bisschen teuer. Also ihr seht, das Ding kostet 70 Euro aufs Kilo. Das hier ist noch ein bisschen günstiger. Wir gucken mal die Werte an. Und die Werte sind sehr, sehr clean. Also wir haben hier ein sehr mageres Stück ohne viel Fett. Das ist auch noch was ihr beachten solltet, weil wenn ihr so ein Stück hier nehmt, auch wenn das lecker ist, auch wenn das lecker aussieht, das hat halt richtig viele Kalorien wegen dem hohen Fettanteil. Und das hier ist ziemlich lean, 25% Rabatt sind wir noch bei 30 aufs Kilo. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Da brauchen wir aber 2. Oh, nochmal 25%. Let's go. Und das Gute ist halt wirklich, bei Rabattaktionen kann man gut was mitnehmen und dann das, was man nicht direkt isst, einfach einfrieren. Ganz simpel. Und dann, wenn man es halt braucht, auftauen und essen. An dieser Stelle würden wir uns jetzt eigentlich Eiklar mitnehmen, aber bei mir in der Schweiz irgendwie in Läden gibt es Eiklar nicht so einmal normal zum Kaufen. Darum habe ich mir das online bestellt. Aber das wäre, was ich mir jetzt an dieser Stelle noch mitnehmen würde und euch auch empfehlen kann. Eine weitere Proteinquelle, die ich absolut geil finde, ist Fisch. Wildlachs oder auch andere Fischarten. Ihr müsst da wirklich drauf gucken. Vor allem bei Lachs. Es gibt gewisse Lachse, die haben auf 100 Gramm, wie der hier, 5 Gramm Fett. Es gibt andere, die haben 2 Gramm Fett. Aber es gibt auch welche, die haben 30 Gramm Fett. Weil vor allem Zuchtlachs hat extrem viel Fett. Da müsst ihr wirklich gucken. Guckt auf die Rückseite von der Verpackung. Ich habe auf jeden Fall noch irgendwie 2, 3, 4, 5 Kilo zu Hause. Daher müssen wir hier heute nichts mitnehmen. Außerdem gehen da auch Garnelen. Garnelen sind auch richtig crazy von den Werten. Die haben irgendwie 0,5 Gramm Fett maximal auf 100 Gramm. Und das ist schon stabil. An dieser Stelle wird es eigentlich weitergehen mit verschiedenen Soßen, Ketchup, Leitsoßen etc. Aber erstens haben die hier keine Leitsoßen, sondern nur normale. Und normale Soßen würde ich euch wirklich raten, lasst die Sachen weg. Es sind unglaublich viele Kalorien, die haben. Weil nehmen wir jetzt einmal hier mal irgendeine Barbecue-Soße. Das Ding hat 400 Kalorien auf 100 Gramm. Und dann nehmen wir schnell mal 50 Gramm Soße und dann einfach nochmal 200 Kalorien extra. Das sind einfach unnötige Kalorien. Darum würde ich an eurer Stelle gucken, ob ihr irgendwo in einem Laden Leitsoßen findet. Denn diese haben oftmals wirklich praktisch gar keine Kalorien, also irgendwie 20 Kalorien, 50 Kalorien auf 100 Gramm statt 500. Oder bei ESN gibt es auch die Ultrasoßen, die habe ich noch gerne und das sind die, die ich persönlich benutze. Mein Favorite aktuell, Honey Mustard, also Honigsenf. Jetzt kommen wir aber zu dem Teil, wo sich viele von euch denken werden, hä, das hat doch nichts in der Diät verloren, das kannst du doch in der Diät nicht essen. Doch. Das kann ich in der Diät essen. Kelloggs, Cornflakes, Schoko-Cornflakes. Denn
Diese Dinger haben nur 400 Kalorien auf 100 Gramm und davon, okay, das geht eigentlich sogar, nur 23 Gramm Zucker. Aber wieso kaufe ich mir die jetzt? Wieso, was, das kann ich mir ja nicht leisten in der Diät. Nee, kann ich mir nicht, normal. Aber das Ganze ist einfach ein Tool, was ich sehr, sehr, sehr gerne in meine Diät einbaue. Einfach, um mehr Variation zu machen, um einfach auch mal was zu gönnen. Denn ich gönne mir da nicht 100 Gramm von diesen Cornflakes hier am Morgen in ein Müsli rein oder so mit Fettmilch und bla, nein. Ich nehme mir da in meine Ninja Creamy Eiscreme, mache 3 Gramm von den Dingern da rein. Da habe ich 12 Kalorien oder so. Ich enjoy das, ich genieße das sehr. Denn dieses Crispy, wenn ich so drauf beiße. Und das ist auch was, was ich wirklich thematisieren will an dieser Stelle kurz. Ihr könnt euch auch Sachen gönnen. Vor allem, wenn Sachen in extrem geringen Mengen sind. Und dann geht auch Schokolade, dann geht irgendwelche, was auch immer ihr halt Bock habt. Auch reiner, purer Zucker könnt ihr auch machen und auch reinhauen. So Streuselchen zum Beispiel. Das ist 100% Zucker. Das kann man auch reinmachen. Man muss einfach gucken, dass man es nicht übertreibt. Vor allem in so Tools wie einer Light-Eiscreme benutzen. Und nicht dann einfach so Hände voller Cornflakes fressen, das kommt dann nicht so gut. Mit meinem Einkauf war es das an dieser Stelle aber. Ich habe alles, was ich brauche hier drin. Und ja, ihr habt es richtig gesehen, da ist kein Brokkoli, da ist kein Blumenkohl oder irgendein Zeug dabei. Meine Verdauung verträgt es einfach nicht wirklich gut, daher ist es bei mir nicht drin. Wenn ihr es gut verdaut, wenn ihr es gut verträgt, könnt ihr es auf jeden Fall mitnehmen und Bock drauf habt, aber ist kein Muss. Und jetzt habe ich noch ein, zwei Tipps für euch, ein paar Cheatcodes, die man auf jeden Fall machen kann, um seine Proteins zu decken. Das ist Trockenfleisch, das Zeug ist scheiße teuer. Wer das Geld dafür hat, kann das mitnehmen, denn ihr seht, 33 Gramm Protein auf 100 Gramm, 33 Gramm Protein auf 100 Gramm, also ihr habt da wirklich sehr hohe Proteinzahlen. Trockenfleisch ist dann ein richtig geiles Ding. Und was man auch noch machen kann, wenn man broke ist, was aber im Moment bei mir in meinem Plan nicht drin ist, ist Magerquark oder Körniger Frischkäse, das sind auch zwei sehr geile Tools, das Zeug hier. Frischkäse, Hüttenkäse, was auch immer. Ihr seht es hier an den Werten, 11 Gramm Protein auf 100 Gramm. Lässt sich schmecken, Magerquark auch. Und Magerquark hat nur irgendwie 4 Gramm Kohlenhydrate noch dazu und 0,1 Gramm Fett. Also ich bin euch ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, wie viel das kosten wird. Ich habe irgendwie so das Gefühl, so günstig wird das nicht, weil ja, ich lebe in der Schweiz. Okay, perfekt, danke. 77,60. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte gedacht, das wird schlimmer und ja, teurer. Wir haben es ziemlich gut gemeistert. Vor allem mit dem Rabatt auf dem Fleisch und so, da haben wir gut was gespart. Hallo, schönen Tag. Ich was fragen? Ja. Twitch, YouTube, Kick? YouTube. Alles klar, thanks. Vielen Dank. So, wir sind vollgepackt hier. Alles mitgenommen und ich bin euch ganz ehrlich, ich bin positiv überrascht von dem Outcome. Keine 80 Euro und der Reis, den wir mitgenommen haben, der reicht für die nächsten 3-4 Wochen. Also der werden wir wahrscheinlich die ganze Prep noch reichen, weil ich habe nicht viel Reis, was ich nicht essen darf, um ehrlich zu sein. Wird für mich aber jetzt sicher witzig, das Ganze hier alles nach Hause zu tragen. Und ich habe über eine Stunde. Aber bevor wir uns diesen Einkauf genau angucken, gibt es noch ein kurzes Form-Update. Ja, so sehen wir aktuell aus. Lasst mich eure Meinung zu der aktuellen Form gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt geht's aber an den Einkauf. Zu Hause angekommen, gebe ich euch jetzt nochmal die Auflistung von den ganzen Sachen mit Preisen und was mir dann schlussendlich wirklich für eine Woche reicht. Denn ich brauche nicht 30.000 Rice Cakes und ja, Rice Cake. Der Name gefällt mir aber besser als Reiswaffeln. Ich habe den Namen einfach lieber. Darum sage ich Rice Cakes und nicht Reiswaffeln. Ist mir egal. Aber ich brauche auch gewisse Sachen wie halt Whey, was ich offensichtlicherweise nicht im Laden kaufe, weil es nicht im Laden hat. Online günstiger ist. Und weil ich von ESN gesponsert bin und daher die Sachen von ihnen zugestellt bekomme, würde es nicht so Sinn machen, wenn ich im Laden irgendwelches tieferwertiges, schlechter schmeckendes Proteinpulver kaufen würde. Daher gehen wir jetzt auf alles ein. Wir starten rein mit den Proteinen, dem teuersten, aber auch dem wichtigsten Faktor für Muskelaufbau. Wir sind jetzt in der Diät, also für Muskelerhalt in der Wettkampfprep. Also, ich habe nicht gelogen. Hier, Fisch, Eiklar. Wir starten rein. Für eine Woche brauche ich das, was hier liegt. 1 Kilo Hähnchen oder halt Truthahn, schlussendlich kommt es nicht drauf an. Da sind wir bei 12 Euro, um genau zu sein, 11,95 Euro. Dann haben wir hier 600 Gramm
Fisch. Das ist ziemlich günstig. Das ist der Grund, wieso ich Fisch noch mag, weil das kostet nur 6 Euro. Dann kommen wir hier zu dem teuersten Teil, mageres Rindfleisch. Mageres Rindfleisch ist einfach immer teuer. Zum Glück haben wir 25% draufgekriegt. Das hat auf jeden Fall geschmeckt. Aber hier sind wir bei nur 700 Gramm, schon bei 20,37 Euro. Eiklar, wir haben hier einfach 1 Liter Eiklar, den brauche ich einfach, weil ich jeden Tag 180 Milliliter Eiklar konsumiere. Darum brauchen wir hier 1 Liter, 1 Kilo Eiklar. Das kostet bei mir 6 Euro. Wahrscheinlich kriegt ihr es irgendwo günstiger in Deutschland, aber ich zahle 6 Euro dafür. Dann kommen wir zu Proteinpulver. Ich bin euch ganz ehrlich, ich bin gesponsert von ESN. Ich zahle dafür nichts. Aber für euch, um das nachzumachen, ihr zahlt pro Portion, wenn ihr das kauft, mit dem Code Jeremy. Im Moment kriegt ihr 20% auf alle Proteins. Das ist eine geile Aktion, um Proteine mitzunehmen. Design Away Isoclear. Zahlt ihr pro Portion 1 Euro, knapp bisschen drunter, 96 Cent oder so nach dem Code Jeremy. Davor sind es irgendwie 1,20 oder so. Auf jeden Fall kostet das 13,35 Euro pro Woche. Wie gesagt, ich persönlich muss es nicht kaufen, weil ich bekomme es zugestellt von der Marke, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass ich in dieser Position bin, wo ich diese Sachen kostenlos bekomme. Das hilft mir. Und was mir auch hilft, ist, wenn ihr mit dem Code Jeremy bei ESN bestellt, weil damit unterstützt ihr mich direkt auch. Damit spart ihr nicht nur maximal. Im Moment, wie gesagt, 20% auf alle Proteine. Und wie gesagt, ihr unterstützt mich damit halt auch direkt und diese Wettkampfdiät. Also, Kuss geht raus und ich verräume jetzt zuerst mal dieses Fleisch im Kühlschrank. Nicht, dass mir das kaputt geht und dann geht es weiter mit Carbs. Ja, da haben wir nicht so viel. Das ist nicht so geil, weil mein Energielevel ist extrem tief in dieser Wettkampfdiät, weil wie gesagt, die Kohlenhydrate fehlen. Aber der Vorteil darunter ist, wir geben nicht viel für Kohlenhydrate aus. Diese Packung hier kostet nämlich 1,90 und die hier 5,85 Euro. Wenn ich Reis kochen könnte oder einen Reiskocher hätte, können wir noch eine billige Packung nehmen. Die würde dann 1,80 oder so kosten. Also würde man sich nochmal 5 Euro sparen. Das reicht für die ganze Woche. Hier sehen wir 1,90, knapp 6 Euro. Geht klar. Und eine kurze Anmerkung bei Carbs. Bei Carbs könnt ihr natürlich auch gut Sachen wie Kartoffeln oder so als Kohlenhydratquelle nehmen. Ich persönlich bin ein großer Fan von Reis. Einmal weil es simpel ist. Und letztes Mal, wo ich mir Kartoffeln gemacht habe, habe ich die im Kühlschrank gehabt, weil ich, wie gesagt, nicht viel essen darf von Kartoffeln, weil sie halt Carbs sind. Und dann sind mir die 2 Tage später, sind die abgelaufen und geschimmelt gewesen und ich habe es erst gemerkt, nachdem ich die Hälfte schon gegessen habe. Daher Reis, das geht nicht kaputt. Fette. Ja, Eier sind auch Protein, aber hauptsächlich eine Fettquelle für mich, denn ich habe schon sehr viele andere Proteinquellen und Eiklar habe ich als Proteinquelle dazugezählt. Also machen wir das bei Fett. Und wir fangen direkt mit Eiern an, denn das ist mit Abstand das teuerste, denn ich esse 28 Eier die Woche und es kostet mich 14,35 Euro. Ja, das ist teuer, aber ich bin euch ganz ehrlich, da investiere ich das Geld in Freilandeier und nicht die Bodenhaltungseier. Ihr könnt natürlich da auch noch ein bisschen was sparen. Auf jeden Fall Eier. Dann haben wir die Nut Butter. Auch hier, die ist von ESN, daher muss ich die selbst persönlich nicht kaufen, denn ich bekomme die zugestellt von meinem Sponsor. Ich habe euch da ausgerechnet, wie viel das mich kosten würde, wenn ich die normal kaufen würde. Und das sind so roundabout 3 Euro, denn die Packung hat 300 Gramm. Ich brauche nicht einmal 100 und sie kostet 9 Euro. Mandelmilch, eine Fettquelle, die ich sehr, sehr, sehr gerne habe, weil ich damit meine Eiscreme machen kann. Meine Protein-Eiscreme im Ninja Creamy, daher liebe ich diese Fettquelle. Diese 4 Packungen, ich brauche zwar nicht 4 die Woche, sondern irgendwie 3 bisschen was, aber wir nehmen einfach 4, kosten mich genau 6,35 Euro. Ja. Ja, Mist. Das sind Fette. Andere Fettquellen konsumiere ich nicht. Man könnte als Fettquelle natürlich auch noch gut was wie Avocado oder Oliven oder so zu sich nehmen oder auch Olivenöl etc. Aber ich persönlich habe nur diese Fettquellen. Ich konsumiere kein Öl, ich konsumiere kein Avocado. Alles das ist einfach, wofür ich mich entschieden habe. Denn ich habe die Sachen wirklich sehr gern, vor allem auch diese Nut Butter. Und wenn ich dann noch ein bisschen Fette übrig habe, dann könnte ich mir das Ding. Und das ist einfach so geil. Also, ja. Jetzt sind wir fertig. Nein, denn jetzt kommen noch Gemüse, Obst, Soßen, Snacks. Und tada! Gemüse, Obst, Soßen, Snacks. Wir starten rein mit Gemüse. Hier haben wir 2 Kopfsalat-Salat-Dinger. Eigentlich bräuchten wir 3, denn ich esse einen halben am Tag. Und das kostet mich 4,80 Euro die Woche. Dann haben wir noch Paprika oder halt Tomaten, was auch immer ich halt da habe oder halt Bock drauf habe. Sind auch nochmal roundabout 4,80 Euro die Woche. Und dann hier noch den Apfelessig, der reicht weit über eine Woche und das Ding kostet 1,50 Euro. Also ja. Hier die Tiefkühlbeeren. Meistens kaufe ich die 2 im Angebot, aber die haben mich jetzt hier 4,95 Euro gekostet. Dann haben wir hier noch diese Schokochips. Diese ganze Packung hat mich 3,95 Euro gekostet. Und mal ganz ehrlich, das Ding reicht mir ungefähr 6 Monate, weil ich esse pro Tag 4 Gramm, jetzt 2 Gramm pro Eiscreme. Also naja, reicht mir ein bisschen über 100 Tage. Offensichtlich
Unsicherweise benutze ich dann noch Salz und Pfeffer, aber das habe ich jetzt nicht eingerechnet, weil, keine Ahnung, Salz kostet irgendwie 2 Euro aufs Kilo und ich benutze 2 Gramm Salz gefühlt am Tag. Und dann haben wir nochmal 2 Produkte von ESN. Erstens das Designer Flavor Powder, das mache ich in meine Eiscreme rein, einfach für mehr Geschmack. Ist richtig geil, by the way, Milky Hazelnut, der geilste Geschmack für die Eiscreme. Und dann noch die Ultrasoße. Wie gesagt, ich bekomme die Sachen zugestellt, weil ich gesponsert bin. Aber wenn ihr die kauft, kostet euch so eine Flasche roundabout 5 Euro, also habe ich das auch nochmal dazu gerechnet. An dieser Stelle seid ihr jetzt mal dran, was zu machen. Jetzt schätzt ihr mal, was denkt ihr, kosten all diese Sachen zusammen? Jetzt nicht ausrechnen, jetzt nicht zurückspulen beim Video und so, oh, so viel, ja, das ist, oh, sondern einfach mal from the top of your head, also einfach aus dem Kopf raus. Wie viel denkt ihr, kostet alles zusammen? Ihr habt noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. 92,90. Ich persönlich bin damit extrem zufrieden, denn ja, ich lebe in der Schweiz und ihr lebt in Deutschland. Das heißt, ihr könnt ungefähr nochmal 40% von allem abziehen, von den Preisen, weil einfach in der Schweiz alles teuer ist. Und alle, die jetzt kommen, ja, in der Schweiz verdient ihr aber auch mehr. Das stimmt. Jedoch verdiene ich mein Geld durch Social Media, durch euren Support. Und ich würde genau das gleiche verdienen, wenn ich in Deutschland oder in, keine Ahnung, Thailand leben würde. Daher hilft mir das nicht und die Sachen kosten mich einfach nur mehr. Damit sage ich aber gar nicht, dass ich nicht ultimativ dankbar und glücklich bin, dass ich in dieser Situation bin, dass ich in dieser Position bin, wo ich das als Beruf machen kann. Also wirklich danke für den Support, aber trotzdem kosten mich die Sachen viel und das ist nicht so geil. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen Inspiration nehmen können, für welche Sachen ihr kaufen könnt. Und es hat euch auch gezeigt, ihr könnt mit einem Budget Sachen kaufen. Ihr könnt auch, wenn ihr nicht rich seid, euch gesund ernähren, euch in der Diät ernähren und ihr braucht nicht irgendwelche Fertigpizzen, um günstig um die Runden zu kommen. Und natürlich wäre irgendwelches Bio-Rohfleisch mit allen Sachen, wäre toll und schön, aber Leute, nicht alle haben das Geld dafür. Und das war's mit dem Video. Folgt rein, damit ihr meinen Wettkampf nicht verpasst, denn das wird absolut geisteskrank. Bis zum nächsten Mal. Peace.